Wir sind jetzt nach unserem nächsten Spot das erste Mal hier in Frankreich ganz offiziell in einem Baumarkt, beziehungsweise wollen jetzt in diesen Baumarkt reingehen, weil wir suchen immer noch eine richtig, richtig schöne Deckenleuchte, die möglichst dimmbar ist und natürlich auf 12 Volt läuft, weil ja, wir haben prinzipiell nur das indirekte Licht momentan über die LED-Stripes und da mich diese Smart-Home-Geschichte so anbockt, möchte ich natürlich noch eine schöne große Lampe an der Decke haben, vielleicht noch ein paar Spots über der Küche und das Ganze suchen wir uns jetzt hier raus. Ich hoffe, sowas gibt es in der Richtung, was wir suchen, und noch einen kleinen Apothekerschrank oder sowas suchen wir in der Art. Aber alles mehr dazu, falls wir was finden, und dann zeigen wir euch genau wofür, warum, weshalb. Bis gleich. Wir waren ja jetzt gerade im Baumarkt und natürlich haben wir nichts gefunden, was wir gesucht haben. Aber zum Glück sind wir hier beim Baumarkt angehalten, weil wir festgestellt haben, dass Fridolin ziemlich doll nach Diesel riecht. Und es ist jetzt so, dass wir leider ein Dieselleck haben. Bei den Überlaufschläuchen, die von den Einspritzdüsen abgehen, die Dieselleitungen, die sind quasi alle eigentlich eingerissen. Ich habe jetzt noch ein paar neue hier dabei und die werden wir jetzt mal austauschen und hoffentlich ist das Problem dann behoben. Über Park 4 Night hatten wir uns einen Parkplatz rausgesucht, ist auch wieder nahe am Meer. Wir standen hier jetzt eine Stunde, haben uns Essen gemacht und ja, jetzt kam eben die Polizei und hat uns höflich darauf hingewiesen, dass man hier nicht parken darf mit einem Wohnmobil. Hat uns etwas verwundert, wir haben keine Schilder oder ähnliches deswegen gesehen, aber deswegen fahren wir jetzt noch weiter und suchen uns einen neuen Stellplatz. Netterweise haben die Polizisten uns aber noch eine Karte mitgegeben und uns eingezeichnet, wo ein kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz wäre. Aber wir wollen ja gerne so günstig wie möglich leben und deswegen fahren wir jetzt nochmal weiter und suchen uns noch einen neuen Stellplatz. Frisch geduscht wollten wir euch natürlich auch diesen Stellplatz nicht verheimlichen. Wir haben wieder in einem kleinen Hafen geschlafen. Ja, Fridolin seht ihr im Hintergrund. Und jetzt an die Experten mal eine kleine Frage. Und zwar liegen ja bekanntlicherweise in einem Hafen immer Boote und davon eine Menge. Allerdings steht hier eins, das sieht ganz abgefahren aus. Vielleicht kann uns jemand sagen, ob das irgendwas Spezielles ist, ob man das vielleicht irgendwo erkennt. Sieht fast aus wie so ein Raumschiff oder so. Auf jeden Fall ziemlich cool und wir fragen uns natürlich so ein bisschen, wofür ist das gut, beziehungsweise ist das einfach nur ein Spaßprojekt oder ist es vielleicht ein Forschungsprojekt oder so. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren aus. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Ahnung. Bereits am nächsten Spot angekommen, wieder eine richtig geile Location. Hier im Hintergrund seht ihr hinter der Düne, seht ihr vielleicht auch so ein bisschen die Wohnmobile, da stehen wir. Und ja, umso weiter man irgendwie in den Süden kommt, also wir sind noch so ungefähr 350 Kilometer von Spanien entfernt, ja, desto weniger Wasser ist irgendwie gefühlt da, also durch Ebbe und Flut natürlich. Das ist so krass, wie groß das Wattgebiet jetzt mittlerweile ist. Ich zeige euch gleich mal gucken, ob ich bis dahin komme. Eine Brücke, die Brücke bräuchte man jetzt gar nicht, weil das Wasser einfach gar nicht da ist. Es ist so spektakulär, finde ich. Und ja, an dem Spot werden wir auch 2 Tage verbringen, weil es einfach super, super schön ist, super ruhig hier ist. Richtig gut zum Genießen und ich zeige euch natürlich nochmal ein bisschen ein paar Bilder hiervon. Oh,
ich ja doch ein paar Meter gelaufen und hier ist das gleiche wie auf unserem letzten Campingplatz und ich glaube, das hat einfach touristische Hintergründe, vermute ich einfach mal. Wenn ihr es genauer wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und zwar ist hier jetzt so ein kleiner, ja, ich würde es mal sagen, See ist angelegt worden, weil wenn Watt ist, beziehungsweise Ebbe ist, dann kann man halt überhaupt nicht ins Wasser gehen. Das ist so für Wasserfreaks wie mich auch ein bisschen unnötig, weil du musst halt 1-2 Kilometer laufen, damit du das Wasser erreichst. Ja, und hier ist ein großer See angelegt worden, da kannst du halt dann dementsprechend ja, ins Wasser gehen. Und man sieht auch schon, dass hier ganz viele Leute im Wasser sind. Da hinten ist auch noch ein bisschen so eine Wasserrutsche, so ein Wasserpark und so. Ja, eigentlich ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ist auch nicht viel los. Wir haben aber auch mitten in der Woche natürlich, beziehungsweise Montagmorgen. Da sind die meisten Leute wahrscheinlich arbeiten. Da komme ich von meiner kleinen Filmtour wieder heim. Und Julie steht schon in der Küche und macht Pfannkuchen. Sehr nice. Guten Morgen, Leute. Wir haben richtig, richtig gut auf unserem neuen Stellplatz geschlafen. Richtig, richtig schön hier, super ruhig. Gestern, als wir hier ankamen, die Leute hier, das waren eine Menge Leute und haben hier gebotschert. Richtig schön, also hat ein richtig schönes Gefühl gegeben. Dann gibt es hier noch so ein Squash-Ding. Dann sind hier Esel. Und dann sind wir gestern nochmal mit dem Fahrrad losgefahren und haben wieder Fischerhütten gefunden. Einfach klasse. Aber seht selbst. Hier weg. Hey? Ja? Nein. Doch. Tust du nicht. Doch. Wieso? Ich trau mich nicht. Ja, stell dich doch erstmal so jetzt auf meine Schultern. Ja, kann ich nicht. Wieso nicht? Ja, ich sehe ihn. Echt? Ja. Geh mal ein Stück weiter zu den Bäumen. Nein! Nein! So. Ja. Oh fuck! Nein! Vom Gewicht her ist das kein Problem, nur ich muss lachen. Und wie ist es? Nein, gar nicht cool! Gar nicht cool! Ich sterbe gleich. Wir haben uns entschieden, heute mal kalt zu duschen. Was? Nichts, nichts. Hä? Was ist? Nichts. War es schön warm? Passt nicht. Zum Abschluss natürlich nochmal eine kleine Information zum Motorproblem bzw. zu den Problemen mit den Schläuchen. Wir sind jetzt einige Kilometer wieder unterwegs gewesen, hat alles wunderbar gehalten, riecht auch nicht mehr nach Diesel, also es war auch ziemlich eindeutig, dass der Diesel daher kommt. Die Schläuche sind ausgetauscht, alles läuft wunderbar, der LT läuft wunderbar, wir sind sehr, sehr zufrieden. Nur damit ihr nochmal ganz konkret Bescheid wisst, dass das auch alles funktioniert haben, was wir da gemacht haben.
Und ansonsten hoffe ich natürlich hier an dieser Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen dafür nach oben da. Damit supportet ihr uns auf jeden Fall sehr. Und vielleicht lasst ihr auch einfach einen Kommentar da, was ihr von unserer Reise haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!